Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter hier beim VW-Bus und zwar Schränke ausräumen. Eigentlich hauptsächlich der Küchenblock. Und was an dem so besonders ist, das sehen wir gleich, aber da möchte ich auch noch ein bisschen was zu erklären. Damals, als dieser VW-Bus zum Camper gemacht wurde, war die Strategie so gewesen, dass in diesem Küchenblock-Element, also ich spreche jetzt nur da, wo halt praktisch der Kühlschrank drin war und der der Kocher drauf, da war praktisch alles drin. Also das heißt, da war ursprünglich, bevor ich das erste Mal umgebaut habe, ein Kanister drin mit Frischwasser und die Tauchpumpe. Da war die Gasflasche drin, allerdings nur eine 5-Kilo-Flasche. Da war der Sicherungskasten drin, da war ursprünglich auch keine Standheizung drin. Das heißt, alles, was da in dem Fahrzeug war, war praktisch verdrahtet mit dem Küchenblock. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt was ausräume, dann muss ich sämtliche Kabel lösen und sämtliche Schläuche ziehen etc. pp. Dazu ist auch noch der Kasten nach unten hin natürlich isoliert, weil da ist auch ein Ausschnitt im Boden drin. Und damit das Gas halt auch nach unten rausgehen kann und nicht irgendwo anders hingehen kann, sind natürlich dann noch Silikonnähte gezogen worden. Und das muss halt jetzt alles gelöst werden und alles raus. Ich mache das jetzt auch nicht zum ersten Mal, sondern ich habe das schon mal gemacht vor 15 Jahren, als ich das Auto gekriegt habe. Aber ein bisschen was vergessen habe ich mit Sicherheit auch in der Zwischenzeit mal wieder, wie es halt so ist. Na, dann kann es ja mal losgehen. Ja, die erste Aktivität jetzt war, den Sitz auszubauen bzw. zu lösen, damit man darunter an die Kabel kommt. Der Grund ist, ich muss jetzt praktisch die 12 Volt Verkabelung lösen zur Batterie. Ich will die Batterie nicht abklemmen, weil ich die auch am Ladegerät lassen will, so dass ich die in Zukunft weiter laden kann. Aber ich will halt praktisch die Verbraucher in den Küchenblock trennen und das mache ich jetzt direkt dort. So kann ich die Batterie auch als auch die Versorgerbatterie erstmal dran lassen. Weiter geht's. Ja, wie ihr sehen könnt,
ist allein das schon ein bisschen Arbeit, da das Gasfeld abzunehmen und alles abzuklemmen. Aber ich will halt anständig darunter an die Kabel und alles drankommen, weil ich muss ja auch den 230 Volt Anschluss nachher noch lösen. Und da will man nicht irgendwie rumfummeln, sondern das will man auch richtig packen können und sehen können. Und jetzt, wo ich praktisch das Gasfeld abgenommen habe mit der Spüle, werde ich jetzt erstmal die Schläuche rausziehen durch den Seitenschrank, neben wo die Wasserversorgung ist und auch die Kabel, die da liegen. Und dann mache ich an der Stelle weiter mit dem Schränkchen. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die Wasserpumpe rausgeholt mit den Kabeln, die nach hinten geführt haben. Also da war ja einiges von, was praktisch von dem mittleren Küchenblock nach hinten gegangen ist. Und jetzt habe ich die ganzen Kabel getrennt. Das heißt, jetzt an der Stelle kann man natürlich weitermachen und kann den mittleren Schrank erstmal, den hole ich jetzt raus, weil da ist ja jetzt nichts mehr dazwischen, was stört. Und dann kann ich mich um den Küchenblock kümmern. Ja, ein Tipp noch, wenn ihr Schrauben rausmacht und ihr wollt die vor allen Dingen dann, wenn ihr sie hinterher nochmal benutzen wollt, packt sie euch in kleine Tütchen ein oder sowas, dann wisst ihr, wozu sie gehört. Dann habt ihr nicht alles in einem und dann findet ihr nachher auch wieder, was ihr sucht. In dem Fall war es jetzt nicht nötig, weil das sind ja allgemeine Winkel und Holzschräubchen, aber vielleicht wird es ja nochmal nützlich. Aber bei den anderen Schrauben ist es auf jeden Fall sinnvoller. Ja, wie ihr gesehen habt, ist jetzt der Zwischenschrank raus. Es war eine ganz schöne Fummelarbeit, jetzt nicht besonders schwer, aber fummelig ist es trotzdem, weil ich hatte den seitlich ja festgeklebt und dann noch mit den ganzen Winkeln festgemacht. Da mussten wir jetzt einiges lösen. Jetzt kommt der Küchenblock, die kleine Heizung, von der ich euch erzählt hatte, ein paar Videos her. Die läuft, die macht auch schön warm, zumindest zum Arbeiten reicht's. Der Plan geht auf. Ich habe Licht drinne, ich habe die Heizung drinne, funktioniert recht gut.
Ja, jetzt haben wir soweit die meisten Dinge gelöst. Was natürlich jetzt noch fest ist, das sehe ich erst, wenn ich einen Versuch jetzt rauszunehmen. Aber erstmal muss ich jetzt hier draußen den Landstrom abklemmen, weil der läuft ja im Moment noch. Da läuft ja auch der kleine Lüfter drüber. Dann lege ich mir halt eine Verlängerungsschnur ins Auto. Geht ja auch. Ich meine, solange man noch so steht, wie ich jetzt stehe, kann man das auch so machen. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es war interessant für euch. Seht ihr? Es ist kalt. Aber es war jetzt nicht kalt während dem Arbeiten da drinne. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann schaut doch auch beim nächsten Mal rein. Und wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, dann einfach mal abonnieren und die Glocke drücken. Und dann seid ihr auch beim nächsten Mal garantiert wieder mit dabei. Also dann, ihr Lieben, macht's gut. Ciao.